Auf dieses Schiff wartet ihr schon wirklich sehnsüchtig. Ich glaube, ich bin auf kaum ein Schiff so häufig angesprochen worden zuletzt wie auf dieses. Wann könnt ihr es endlich zeigen? Wann ist es endlich bei dir auf dem Kanal? Und nun ist es soweit. Damit herzlich willkommen heute zum Preview mit dem Tier 8 Schlachtschiff Scharnhorst. Ja, dabei handelt es sich um ein Tier 7 Premium Schlachtschiff. Ist ein wundervolles, tolles, optisches Gerät. Super schön detailliert gemacht. Also gerade da muss man sagen, Chapeau an die Designer bei Wargaming. Es schaut einfach Sahne aus. Natürlich aber nicht nur die Optik wichtig, sondern was kann das Gerät? Und das schauen wir uns jetzt einfach mal etwas genauer an. Die Module. Natürlich gibt es bei einem Premium-Schlachtschiff nichts mehr zu erforschen. Was könnt ihr für Verbrauchsmaterial? Das Schadensbegrenzungsteam natürlich, Reparaturmannschaft und Aufklärer oder Katapultjäger, je nach Geschmack könnt ihr hier wählen. Wir haben 283 mm Geschütze, Ladezeit 20 Sekunden, Dauer für die 180 Grad Karre 25 Sekunden, HE-Granatenhöchstschaden 3200 und bei AP 7600. Den Torpedo schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an. Die Ladezeit hier für 68 Sekunden, Höchstschaden 13.700, Torpedogeschwindigkeit 64 Knoten bei einer Reichweite von 6 Kilometer. Ja, das kennen wir so von der Reichweite auch von der Tirpitz her. Feuerleitanlage 19,9 Kilometer. Wir dürfen aufrunden auf 20 Kilometer Reichweite und haben eine Endgeschwindigkeit von 30 Knoten. Zum Äußeren. Die Typ 10 Tarnung, die klassische Premium-Tarnung, seht ihr hier. Das ist diese. Falls aber sich doch jemand umentscheiden will, gibt es noch eine Typ 1 Tarnung, die Typ 2 Tarnung, die Typ 5 oder natürlich auch die Typ 6 Tarnung. Das sind die Tarnungen, die ihr hier machen könnt, aber wir lassen natürlich die Scharnhorst-Tarnung drauf, wie sie sie hat. Trefferpunkte haben wir schon gesehen, 56.300. Panzerung hier nochmal im Detail. Torpedoschutz, Schadensverringerung sind 22%. Die Artillerie, wir haben zwei Türme vorne, einen hinten, jeweils mit drei Kanonen. Sehen, die Brandwahrscheinlichkeit liegt bei 20%. Und nehme ich die 19,9 Kilometer Reichweite. Granatengeschwindigkeit 890 Meter pro Sekunde. Sekundärbewaffnung bei 5 Kilometer 9% Brandwahrscheinlichkeit, bei 5 Kilometer 8% und bei 5 Kilometer 8%. Feuerreichweite haben wir gesehen, die Torpedos. Hier nochmal der Torpedowerfer, eben 2x3. Jeweils auf einer Seite sehen wir die drei Torpedowerfer. Da und da. Also jeweils zwei. Oder in Summe zwei mit jeweils drei Torpedos drinnen. Flugabwehr. 30 Schaden bei 2 Kilometer, 30 Schaden bei 2, 21 bei 3,5 und 116 bei 4,5. Höchstgeschwindigkeit 30 Knoten, Wendekreisradius 800 Meter, Ruderstellzeit 14,5. Die Verborgenheit? Zu Wasser 15,2 und zu Luft 12,4. Ja, das waren die Hard Facts. Jetzt wird es natürlich spannend und wichtig, wie sich das Schiff so im Spiel anfühlt. Und daher schauen wir uns da eine Runde an. Da habe ich was vorbereitet und da gucken wir jetzt mal rein. So, hier haben wir jetzt nun die Runde mit der Scharnhorst. Ich habe mir ein paar Runden schon damit erspielt und das ist eigentlich so mit die zeigenswerteste, weil da sind jetzt nicht nur das Schiff, nicht nur die AP, sondern nicht nur die HE-Granaten, sondern auch die Torpedos. Da ist wirklich so alles dabei, was dieses Schiff so ausmacht. Und mittlerweile kann ich euch verraten, dass man mit diesem Schiff wirklich ein bisschen mehr HE spielen sollte und auch kann. Also ich habe es viel und häufig probiert, nur AP-only, aber macht nicht so viel Sinn, sondern hier kann man ganz klar deutlich mehr auch die HE-Granaten zum Einsatz bringen. Da ist die Furutake, auf die kommen wir aber jetzt nicht wirklich, deswegen lassen wir da ein bisschen schneller durchlaufen, sondern ich will euch jetzt zeigen, was so in dem Schiff drinsteckt. Die Nürnberg hier natürlich jetzt am Start. Hier, ihr seht schon, ich schieße auch hier schon HE, da wir eine vernünftige Brandwahrscheinlichkeit haben, ist auch hier immer die Möglichkeit gegeben. Und ihr seht hier schon, der erste Treffer, beziehungsweise die ersten beiden, und davon einmal direkt in Brand gesteckt.
Und auch das bringt natürlich Damage, auch wenn es jetzt in dem Fall leider direkt gelöscht worden ist, aber halb so wild. Und hier nochmal drauf. Also wie gesagt, HE im Gegenzug zu den deutschen Kreuzern kann man mit den deutschen Schlachtschiffen teilweise wirklich sehr gut mit HE spielen. Würde ich jetzt auch nicht so lapidar unter den Tisch kehren, weil gerade natürlich hier die Nachladezeit mit um die 20 Sekunden wirklich gut ist, auch einfach mal umzuaimen und beziehungsweise das Granatenverhalten zu testen mit AP und HE. Ihr seht, maximale Reichweite 20 Kilometer. Aber das habe ich euch schon ja gesagt. Hier nochmal drauf, zwei Ausfälle, aber eben jetzt kein Brand. Und Ermangelung anderweitiger Ziele bleibe ich hier auf der Furutaka drauf. Ihr werdet auch in diesem Video vielleicht noch den ein oder anderen Clip oben im Bild sehen, den ich hier einstreue, aus einer anderen Runde. Einfach, dass man noch das Schiff so ein bisschen sehen kann. Also da, dass ihr wirklich so eine Preview so gut als möglich davon habt. So. Hier auf die Furutaka, das ist alles gerade nicht so spannend. Der Schaden ist nämlich überschaubar. Und wir sehen auch, wie gesagt, das ist alles HE. So, wieder HE. Und jetzt ist er recht low. Und wir können hier das erste Schiff klar machen. New Mexico. Ich bleibe hier bei HE. Wie gesagt, ihr könnt einfach mal testen selber, wie so das funktioniert und wie ihr denkt, dass das Granatenverhalten einschlägt. Aber ich würde sagen, so, manchmal, es ist immer schwierig zu pauschalisieren, aber ab 12, 13 Kilometer macht AP wirklich coolen Damage. Da kommen die auch gut rein. Darunter ist AP aber so ein bisschen, darüber ist AP so ein bisschen semi-optimal. Also auf die Distanz, natürlich zeigt er seine Breitseite, aber man kann eben das Thema Brand, sollte man nicht unterschätzen vom Schaden her. Und dementsprechend sieht man ja, wie was funktioniert. Ich habe mich jetzt mal hier so ein bisschen erstmal im Stillstand hinter die Insel geschlichen, da ich hier nämlich super auf die New Mexico drauf komme. Aber jetzt fahren wir mal weiter. Jetzt in dem Fall mal AP. Auch gut jetzt zu sehen. Treffen nämlich vernünftig. Wir haben zwei Treffer und einen vernünftigen Schaden, aber wie gesagt, die Brandwahrscheinlichkeit würde ich bei den HE-Granaten nie wegreden. Nochmal mit AP geschossen. Und hier seht ihr natürlich die Abpraller. Was halt das Schöne ist, jetzt seht ihr, da ist die Insel recht nahe gekommen, aber man hat halt einfach ein recht mobiles Schlachtschiff. Also ich würde eher sagen, einen recht mobilen Schlachtkreuzer. So würde ich es definitiv dieses Schiff eher titulieren. So, und da konnte ich den jetzt auch noch abstauben. Am Ende der Runde, wie gesagt, seht ihr auch noch die Torpedos. Also da wird es dann nochmal einen kleinen Infight geben. Da wird das Ganze jetzt nicht so weit weg bleiben, wie es hier der Fall ist.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen hier in dem Fall beim Schaden. Nun also auf den Nürnberg. Unser Damage in dem Fall wieder überschaubar, aber hat ein Torpedo gefressen. Und nun ist er natürlich mit 1500 Struktur wieder mal in dem Bereich, wo ich mich derzeit gefühlt wohlfühle. Deswegen die Schüsse dahin mal ausgesandt und jetzt mal auch gleich auf die New York orientiert. So, und jetzt bei diesem Stand, ich bin noch recht voll von den Hitpoints, da kann man jetzt mal wirklich so ein bisschen den direkteren Weg Richtung Gegner suchen. Ich hatte natürlich in der Runde auch immer die Befürchtung der zwei Flugzeugträger. Allerdings haben die zwei Flugzeugträger hier mich größtenteils in Ruhe gelassen, also dementsprechend war es sehr angenehm. So, jetzt also auf die New York orientiert. Und jetzt kommen wir auch so auf die Distanz, wo dann AP langsam spannend wird. Deswegen seht ihr auch jetzt hier meine Wahl auf die AP-Granaten umgelegt. Der dreht jetzt auch so ein bisschen rein. Das ist sehr schön. 12 Kilometer eben. Man sieht hier auch ganz gut, wie die Granaten so fliegen. Aber der Schaden 760 nicht zwingend. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen den Kaliber im Vergleich zu anderen Schlachtschiffen geschuldet. So, da die Mahan. Die ist natürlich auch so ein Faktor. Hier den Abpraller an der New York gehabt. Und jetzt die Nagato. Auch die ist schön seitlich. Auch die ist in der Distanz, die eigentlich passt. Aber deswegen probieren wir es hier nochmal mit HE. Weil, kann ich auch kurz erklären, begründen, warum ich hier HE gewählt habe. Ich habe nämlich kurz die Mahan hier als Gegner ausgemacht. Habe dann aber gesehen, okay, Mahan hat dreht weg. Also kann ich hier wieder auf die Nagato gehen. So als kleinem Hintergrund, warum ich welches Ziel hier genommen habe. Kongo 17,6 Kilometer. Jetzt testen wir mal hier AP-Granaten auf Distanz. Und da sehen wir 5700 Schaden. Also natürlich kann auch die AP-Granaten auf die Distanz Schaden machen. Kongo ist natürlich auch dankbar dafür. Seitlich auf die Distanz hat es ganz gerne mit AP. Und dann nochmal 3200. Aber wie gesagt, ich finde eben das Schöne an dem Schiff, dass es da sehr variabel ist und eben nicht gefühlt nur auf AP zu beschränken ist, wie das bei den deutschen Kreuzern teilweise der Fall ist. Sondern hier kann man wirklich mit beiden Munitionsarten gut arbeiten. Nochmal 4000. Und jetzt Nagato natürlich, das Schiff, das die ganze Zeit so ein bisschen mich im Fokus hat, im Sinne von, man sieht schon, der will mich. Orientiert sich auch gerade hinterhalb der Insel so ein bisschen in meine Richtung. Und die Kongo, die gibt mir gut ihre Hitpoints ab. Bin hier prinzipiell die ganze Zeit daueroffen. Jetzt ein bisschen einschlagen, weil natürlich die Mahan wieder hier in der Nähe ist und da kommen auch schon die Torps. So. Da direkt die Treffer repariert und auch mich im Anschluss direkt geheilt. So, erstmal auf die New York. Aber 3000 Schaden nur. Da habe ich jetzt die Torps für die vermeintliche Mahan genommen. Im Nachhinein hätte ich sie aber lieber für die Nagato aufbehalten, die Torps, beziehungsweise hätte sie schon vorher dahin schicken sollen. Aber sei es drum, das ist nun zu spät. Ich habe eine Zitadelle hier gefangen, recht dicke, konnte aber 10.000 Schaden wieder ihm abziehen. Die Sekundären natürlich hier schon am Schießen.
So, und jetzt drehe ich da voll auf ihn drauf, weil jetzt will ich natürlich in Torpedo-Reichweite kommen. Das ist der Hintergrund gewesen. Nochmal einen dicken Treffer vorne abbekommen. Und Torpedos sind auch wieder nachgeladen, aber wie gesagt, ich hätte die erste Salve Torpedos nicht hier Richtung Mahan schicken müssen, vermeintlich, sondern Ding. Jetzt sehe ich, die Mahan ist da hinten recht low, aber da schießt mein Schiff leider komplett daneben und jetzt drehe ich rein, um die Torpedos hier in den Start zu bekommen. Torpedos sind am Reindrehen, ich brenne und explodiere hier leider. Aber in dem Fall treffen noch zwei der Torpedos und ich komme hier auf finale 96k Schaden. Ja, damit hat man, glaube ich, gut dieses Schiff gesehen. Das war so eine Preview, wo gefühlt alles drin war. Ich habe Damage bekommen, der Gegner hat Damage bekommen, meine Torps waren am Start, HE, AP. Und das war mir wichtig, euch mal das alles zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt euch ein kleines Bild davon geben, wieso das Thema mit der Scharnos ist, ob das was für euch ist. Lasst mir doch einen Kommentar da und natürlich freue ich mich auch gerne über einen Daumen nach oben. Daher, bis zum nächsten Mal. Wir verlieren die Runde leider, aber ansonsten wünsche ich euch alles Gute, euer Alcaramba.